Ja, Tacho Leute, willkommen wieder zu Monkey Island 2, der Special Edition. Ich hatte ein paar kleine Codec-Probleme, weshalb der letzte Teil leider nicht so schnell da war, wie er sollte, und musste den Teil jetzt nochmal aufnehmen. Und Leute, ich bin fast am Verzweifeln. Hier diese Dialoge mit dem Piraten gleich hier oben, habe ich jetzt bestimmt 20 Mal trainiert, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich werde, auch wenn das drei verschiedene Piraten sind, alle drei die gleiche Stimme geben. Ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Ich muss da noch viel, viel mehr üben, beziehungsweise muss auf die Schauspielschule gehen oder irgendwie sowas. Aber ja. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal an. Ich gehe mal direkt hoch und wir gucken uns erstmal um. Hier gibt es nämlich noch ziemlich viele andere tolle Sachen. Hier zum Beispiel das Schild. Was steht da drauf? Keine Gewehr auf verlorene Knöpfe oder Haken. Ja. Würde ich auch nicht geben hier bei so einer Piratenwäscherei. Ist hier auch direkt der Arbeiter. Hier haben wir eine Schachtel. Kann man die mitnehmen? Ja, die passt nicht in unsere Tasche. Ah, ich kann die aber aufmachen und... Ja, vielleicht läuft die Ratte irgendwann rein. Komm, komm rein mit dir. Okay, das klappt nicht. Ich glaube, da müssen wir erst noch irgendwas anderes machen. Irgendwie die Ratte anlocken. Aber hier hinten ist noch ein Eimer. Dann würde ich doch mal sagen, nehmen wir den mal. Hey, lass mich zufrieden! Entschuldige, ist das euer Eimer? Nun, nein! Da macht es euch doch nichts aus, wenn ich ihn mitnehme. Glaube nicht! Ja, so einfach geht das. Und die Leute kennen wir doch eigentlich schon, naja, aus dem ersten Teil. Mit dem muss ich doch gleich erst nochmal reden. Und zwar... Aufwachen! Was ist denn hier los? Ja, lange nicht gesehen, hä? Kennen wir uns? Ja, ich bin Guybrush, der die Welt von LeChuck befreit hat. Natürlich. Also eigentlich... Wieso hast du uns denn aufgeweckt, du Guybrush, du... Was macht ihr denn da oben? Wir sind Performance-Künstler. Das stimmt. Performance-Künstler. Damit verdienen wir jetzt unseren Lebensunterhalt. Weißt du, nachdem der Zirkus sich als Flight entpuppte, starten wir neu auf Fat Island. Ein Pizza-Service, Captain Pizza. Lief ganz hervorragend. Aber was hat das jetzt mit der Performance zu tun, hä? Dazu komme ich ja gleich, du. Der Gouverneur der Insel macht uns ein Angebot. Dass wir einfach nicht ausschlagen konnten. Also verkaufen ihm den ganzen Laden. Ja, was habt ihr da mit dem Geld gemacht, ihr Trottel? Das Geld steckten in einem dieser neuen Glasboote. Wir wollten Touristen damit die Wunder der Meere zeigen. Und nebenbei noch einen Ort namens Drinky Island suchen. Junge, da waren wir richtig scharf drauf. Wir hatten nämlich die geheime Information zugesteckt bekommen, dass Drinky Island das Versteck des legendären Piratenschatzes... Big Whoop gewesen sei. Oh, wie passend. Big Whoop, danach suche ich auch gerade. Na, dann wünsche ich dir mehr Glück als uns. Wir haben es nicht geschafft. Denn wir hatten uns mit dem Boot etwas verkalkuliert. Wir hatten das extra den Glasboden vergessen zu bestellen. Und da war gleich ein riesiges Loch. Und als wir es merkten, waren wir schon im Wasser und im Hals im Wasser und alles. Also stranden wir auf dieser kleinen Insel. Und wann kommt denn jetzt endlich der Teil mit der Performance? Wir tragen einen Philosophen auf der Insel. Er sagt uns etwas, das unser Leben veränderte. Sowas wie, ach, willst du es gar nicht wissen, oder was? Ja doch, dass ihr ein Haufen Amaira seid vielleicht. Er sagte, die ganze Welt sei eine Bühne. Wir sind alle nur Künstler. Also wurden wir Performance-Künstler. In diesem unseren jüngsten Werk zeigen wir die Antwort der Menschen auf die globalen Umweltfragen einer sich ständig ändernden Welt. Okay, die sind völlig abgedreht. Aber ich frage jetzt nochmal nach dem Bein. Was ist denn mit eurem Bein passiert? Es passiert während einer Performance. Als er das Bein verlor, stellte Frank gerade auf brillante Art die Unteilbarkeit des Weges, auf dem wir gehen. Und der Nahrungskette, die Symbolistik... Käse war einfach unvergleichbar. Weißt du, dieses Bein sieht ziemlich schäbig aus. Würdest du vom Zimmer etwas Holzpolitur holen und es richtig polieren? Ja, klar. Gib mir Geld für die Politur. Okay.
Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Die sind ja völlig bekloppt, die Typen. Wir könnten kaum unsere Vorfreude unterdrücken. Ja. Die können es kaum warten, dass ich wiederkomme und ich gehe jetzt erstmal ein Stück weiter hier. Und hier vielleicht in... Ach genau. Hier unten war doch die Bar, wenn ich mich recht erinnere. Was haben wir hier auf dem Schild? Job zu vergeben. Wochenlohn im Voraus. Und nachfragen. Ganz simpel. Steht zum Beispiel nicht dabei, wie viel Urlaub man bekommen soll. Überstundenausgleich. Also alles Sachen, die man heute unbedingt wissen müsste. Und hier soll man einfach arbeiten. Was haben wir hier mit Fenster? Benutze Fenster. Au. Das tat nicht gut. Jetzt haben wir hier den Koch. Er scheint sich voll auf das Kochen zu konzentrieren. Ja, der macht gute... Schneidet hier die Kartoffeln und schmeißt die hinten in die Soße rein. Aber wir haben hier noch ein tolles Messer gesehen. Scharf. Nehmen wir natürlich gleich mit. Und hier... Ach, hier ist die Bar, aber da gehen wir jetzt lieber nicht raus, sonst entdeckt er uns vielleicht. Was können wir hier noch? Konserven? Bäh, nur Fruchtcocktail in Dosen. Ich hasse Fruchtcocktail. Okay, das klappt nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Weak. Autsch. Ja, das war eine glatte 9,8, würde ich sagen. Und ja, jetzt haben wir noch eine Location, wo wir noch nicht waren, nämlich hier hinten, das Schiff. Würde ich sagen, gehen wir auch mal direkt hin. Oh, der ist aber ganz schön am Fuchteln hier. Das ist der Hotelier. Und hier ist ein Gästebuch und ein kleiner Alligator. Ach, ist der nicht süß? Ja, ganz süß. Ich kann ja mal den Alligator drücken. Ja, das könnte mich den Finger kosten, sagt er. Aber ich kann natürlich das Seil losbinden. Es ist fest angebunden. Ach so. Dann zeige ich euch auch mal gerade das Inventory. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. So sieht das aus, dem neuen Teil. Und dann nehmen wir doch mal das Messer und benutzen das hier mit dem... Mit dem, Seil. Hey! Wann ist denn der alte Wadenbeißer losgekommen? Ich muss ihn sofort wiederholen. Scheiße hier! Ja, auch. Oh no, ey. Ja, der ist weg. Und wir haben hier noch Käsereste, die nehmen wir natürlich mit. Und, jetzt können wir auch hier in das Hotelzimmer gehen. Und da dürfte, glaube ich, haben wir schon erfahren, glaube ich, der Lago drin wohnen. Hoffen wir mal, dass er nicht drin ist. Ah, er ist nicht da. Sehr gut. Reste. Bett. Was war das? Toupet. Oh, das nehmen wir mit. Und vielleicht auf dem Bett noch irgendwas. Oh! Hat dich denn mein Zimmer gelassen? Ich dachte, es wäre mein Zimmer. Nun, das ist es nicht. Jetzt hätte ich zum Teufel, du. Raus hier. Jetzt schmeiß ich nochmal in den Bach rein da. Okay. Vielleicht einfach nochmal reingehen? Zieh Leine, Junge! Okay, der macht das, der mag uns wirklich nicht mehr. Gut. Aber wir haben sein Toupet geklaut. Das bringt uns noch nicht so wirklich weiter. Oh, dann gehen wir einfach mal in die Bar hier unten. Und hoffen, dass wir da noch irgendwie ein paar Tipps finden, wie wir denn jetzt weiterkommen. Barkeeper, der putzt gerade. Uah, nee, der spuckt da rein. Ihh, also ich will bestimmt nichts mehr hier haben. Hier ist übrigens die Tür zur Küche. Sagt noch nur für Angestellte. Ah, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Talk mit dem Guten. Entschuldigung. Tja, Junge. Wie läuft das Geschäft? Es ist so schrecklich. Niemand kommt mehr hierher. Lago hat sogar alle Stammgäste verseucht. Er verscheucht, meine ich. Weißt du, ich kann jeden Drink der Welt mixen. Sogar neue erfinden. Aber die eine Sache, die diese Insel braucht, kann ich leider nicht machen. Und was wäre das? Eine Ulu-Puppe von Lago La Grande. Oh, da ist er ja. Shit.
Gib mir das Übliche und nimm mein richtiges Glas. Her mit der Kohle, sonst wirst du die ganze Woche nur noch Bloody Marys. Aus deiner Nase. Das ist alles, was ich noch habe. Dann hast du morgen hoffentlich etwas mehr. Oder ich muss diese Kneipe an einen anderen Ort schaffen. Was willst du eigentlich schon wieder hier? Wie zum Beispiel im Meeresboden. Muss ich auch mal wieder weg. Mann, sie haben gerade all ihr Geld gegeben. Ich möchte lieber nicht drüber reden. Okay, der scheint nicht so... auch nicht so gut zu sprechen zu sein auf Lago La Grande. Jetzt haben wir hier noch ein Klavier. Ja, hat leider nicht geübt früher. Und ja, ich würde sagen, hier ist wieder mal eine kleine Pause angesagt und ja, muss meine Stimme ein bisschen ausruhen. Bis zum nächsten Mal.